Ja, hallo liebe Pilzfreunde, ich bin endlich wieder da mit einem neuen Video. Es hat endlich wieder geklappt, ich habe etwas gefunden, zwar noch sehr jung, aber ja, ich bin hier in Nürnberg unterwegs, im Osten, und ja, meine Hoffnungen bestanden auf Morcheln mal wieder und Maipilzen, und ich hatte ein bisschen Glück, und ich möchte mich noch entschuldigen, dass im letzten Monat keine Videos kamen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich zwar etwas gefunden habe, aber sehr wenig, und es einfach nicht wert war, es zu filmen, und dass ich auch zum Teil so Probleme in der Schule hatte, weil ich da in manchen Fächern Probleme habe, mal so nebenbei, aber jetzt endlich hat es geklappt und das zeige ich euch jetzt mal. Da sind jetzt auch eine ganze Kolonie, wie man hier sieht. Da sind welche, da noch ganz junge. Jetzt muss ich hier aufpassen, um auf keine drauf zu treten, weil die alle noch sehr, sehr jung sind. Irgendwo habe ich doch noch welche gesehen. Irgendwo waren doch noch welche da, da bin ich mir sicher. Nee, also ich schaue jetzt noch mal weiter, weil ich bin mir sicher, dass ich noch mehr gesehen habe. Aber ich werde sie heute noch nicht zum Essen mitnehmen, weil sie alle noch, wie gesagt, sehr, sehr jung sind und ich sie auch noch nie gesammelt habe. Ich denke mal, ich werde in ein paar Tagen nochmal wiederkommen. Vermutlich am Mittwoch, heute ist Montag, oder auch am Donnerstag. Genau, da sind jetzt noch welche. Aber die habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Ich schaue mal nochmal weiter. Also hier sind ein paar versteckt, hier muss man einfach mal schauen, die Augen aufhalten, weil wie gesagt, die sind sehr klein. Es gibt hier auch Zapfen, Fichtenzapfen, aber leider keine Fichtenzapfenblüblinge. Das ist sehr schade, die hätte ich sehr gerne probiert, aber ich habe sie leider wirklich bis jetzt noch nie gefunden. Ich weiß, für manche könnte das jetzt vielleicht sehr komisch klingen, aber tatsächlich noch nie. Vielleicht wird es ja dieses Jahr noch was, wenn nicht, dann hoffe ich eben auf nächstes Jahr. So, jetzt schauen wir mal weiter, ob es was gibt. Wenn ich noch ein paar schöne Exemplare finde, dann filme ich sie natürlich auch mit. Bis gleich. Ja, hier habe ich jetzt mal einen kleinen entnommen, um euch mal ein bisschen was zu zeigen. Man sieht hier die Lamellen. Denke ich mal ganz gut. Der ganze Pilz ist ja hier noch leicht gelblich. Normal müsste er so weiß sein. So, jetzt macht der Fokussierer hoffentlich nochmal. Oder auch nicht. Genau, aber ich lege ihn mal wieder hin. Denn da sind noch ganz viele. Die sind aber auch wirklich alle noch sehr jung. Leider, da sind auch noch welche. Überall versteckt, ganz jung. Hier ist auch nochmal ein etwas älterer. Und auch hier sind welche. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall. In ein paar Tagen werden es schöne große Pilze sein, die hoffentlich lecker schmecken. Ja, mit den Maipilzen ist es jetzt leider Schluss, aber dafür habe ich hier was ganz Interessantes gefunden. Das dürfen alte Birnen, also wirklich sehr alte Birnenstäublinge sein. Da kommt es auch natürlich gar nichts mehr raus. Die sind wahrscheinlich noch vom Winter da, vom Herbst da, haben den Winter überdauert. Ja, ist ganz interessant zu sehen. Habe ich auch noch nie gesehen so. Ja. Ja, hier haben wir noch an einer Birke einen, ja, wie soll ich sagen, also Birkenporling kann man es fast schon nicht mehr nennen. Es sind noch Überreste, aber was ganz interessant wird, wenn wir jetzt mal auf die Unterseite schauen. Und dann sehen wir, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ganz viele Marienkäfer. Ja, da krabbelt jetzt einer noch ganz jung, die sich da wahrscheinlich zu schaffen machen. Und eine Ameise, da sieht man sie ganz gut. Jetzt nicht mehr, jetzt krabbelt sie weg. Genau, aber mehr haben wir es bisher auch noch nicht gesehen. Ich hatte vor ein paar Tagen einen sehr interessanten Fund beobachtet. Das, also ich war mir am Anfang gar nicht klar, was es ist. Es war so ganz schleimig
Und so wie Pudding von der Konsistenz. Genau, ich habe dann das Pilzforum befragt und es kam raus, dass es Enteridium lycoperdon, der Stäublingsschleimpilz, ist. Ja, ich habe leider ihn nicht gefilmt, aber ich habe Fotos gemacht. Ich hoffe, dass ich es schaffe, die Fotos ins Video einzufügen. Wenn nicht, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren anschreiben und ich kann die Bilder euch per Mail zuschicken, wenn es euch interessiert. Aber ich hoffe, dass ich das doch hinbekomme, trotz dass ich mit Schnittprogrammen nicht so viel Erfahrung habe, leider. Und genau, aber sonst haben wir bisher, also hier in dem Mitzwaldgebiet, außer ein paar rotrandigen Baumschwämmen und jetzt an unserem Stamm vom ersten Video noch nichts gesehen. Nichts Interessantes zumindest. Genau, in dem Stamm von dem ersten Video, dem wir gerade vorbeigelaufen sind, habe ich jetzt nichts gefilmt, weil das da nichts Neues nachgewachsen ist. Sind immer noch dieselben striegeligen Trameten, Spaltblättlinge, alte Birkenporlinge. Genau, man sieht hier ein bisschen so das Gebiet. Das ist hier ein Berg mit einem Fichtenwald. Und wir laufen hier den Berg hoch. Und wir genießen einfach mal das schöne Wetter. Es hat so um die 20 Grad. Es ist schön bewölkt. Gestern, vorgestern war es sogar so schön. Ich denke mal, das war in ganz Deutschland so. Und vielleicht, wenn ich auch Zuschauer aus Österreich und der Schweiz habe, auch. Es war sehr warm, bis zu 30 Grad. Und wir haben einfach das Wetter genossen. Und jetzt ist es mal auch ein bisschen schön, ein bisschen Abkühlung zu haben. Es hat heute Morgen ein bisschen geregnet. Das tut mal auch den Pilzen und Pflanzen gut nach der Hitze. Und deshalb genießen wir einfach mal das schöne Wetter, auch wenn es natürlich außer den Maipilzen bisher nicht wirklich was Interessantes gab. Tschüss, tschüss, bis gleich. Ja, hier sieht man wieder mal die Maipilze. Keine Angst, wir sind jetzt immer noch an derselben Stelle. Ich bin hier nochmal zurückgekehrt, um noch ein bisschen genauer zu schauen. Und hier sieht man ganz gut, wie sie aus Büscheln wachsen. Ah, noch ganz junge Exemplare, die lasse ich auch stehen. Hier noch ein etwas größeres, aber das lasse ich auch mal noch stehen. Und ich bedecke sie mal ein bisschen wieder, dass sie auch ja niemand sieht. Ja, hier ist noch eins, aber ich glaube, das habe ich schon gezeigt. Hier sind ein paar jüngere. Hier nochmal ein etwas anderes Exemplar, ein etwas länglicheres. Hier sind noch welche. Hier mal zwei ganz junge. Hier mal zwei ältere. Hier auch noch eins. Und hier ist, glaube ich, ein Hirschkäfer. Wenn es nicht richtig ist, könnt ihr mich gerne berichtigen. Ja, ich werde, wie gesagt, in ein paar Tagen hier nochmal hierher kommen und berichten. Ja, da sind auch noch welche. Und ich denke mal, da werde ich auch welche für den Kochtopf sammeln und sie das allererste Mal in meinem Leben probieren. Wenn ihr sie schon mal probiert habt und wisst, wie man sie am besten zubereitet, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese natürlich alles. Und ja, ich denke mal, ich werde die Tour für heute beenden, denke ich mal. Falls ich noch irgendwo was Interessantes finde, melde ich mich natürlich wieder. Und genau, ich wünsche euch für die restlichen paar Tage eine schöne Woche. Nichts allzu anstrengend bei dem tollen Wetter, was wir wirklich tatsächlich haben. Hier haben wir noch irgendwelche ganz kleinen Pilze. Ich entnehme den mal. Ach ja. So, jetzt hoffe ich, dass er das fokussiert. Nee, das wird schwierig. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, was das ist. Das könnte, wenn das eine Eiche ist, der bittere Eichenseitling sein. Eichenknäuling, genau so heißt der. Und genau, das war es nur so nebenbei. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag, noch ein paar schöne Tage. Und wir sehen uns sicherlich wieder bei meinem nächsten Video, hoffentlich mit größeren Maipilzen.
die dann auch wert sind, sie einzusammeln, hoffentlich. Und genau, falls ihr noch irgendwelche Verbesserungswünsche habt, sei es die Qualität, sei es der Quantität und so weiter, könnt ihr mich natürlich gerne in den Kommentaren drauf ansprechen. Das ist natürlich alles kein Problem. Und damit verabschiede ich mich für heute. Euer Michi. Tschüss! Ja, hallo liebe Pilzfreunde, ich bin wieder da. Diesmal bin ich am Montag unterwegs. Entschuldigung, gerade wegen des Hubschraubers. Und ich bin wieder da an derselben Stelle, um nach den Maipilzen zu suchen. Ich hatte leider nicht so viel Erfolg, aber ich glaube, ich zeige es euch einfach mal. Bis gleich! Und zwar sehen wir hier nämlich einen wunderschönen Maipilz. Das ist auch einer. Hier noch einen weiteren. Hier ganz komische kleine. Aber hier auch noch ganz süße Exemplare. Die sind alle sehr vertrocknet. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist in den letzten Tagen. Aber bei uns ist es nur sonnig. Es gab keinen einzigen Tropfen Regen. Und das stört den Pilzen natürlich gewaltig. Die haben sich fast gar nicht entwickelt. Und ja, hier gibt es auch noch mal welche. Und ganz klein, den habe ich versteckt. Hier habe ich mal einen entnommen, um zu schauen. Aber ihr seht schon, sehr groß ist der nicht. Und ja, ich kann jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen die Merkmale erklären. Man sieht hier die weißen Lamellen und man sieht vielleicht, dass sie ein bisschen aufhören quasi und nach dem Stiel weitergehen ein bisschen. Das ist eigentlich ein Merkmal der Ritterlinge und das heißt, die sind ausgebuchtet angewachsen. Das nennt sich so im Fachjargon. Und genau, der Geruch ist einer stark nach Mehl. Also ich weiß, manche von euch, viele von euch können sich einen Geruch nach Mehl nicht vorstellen. Konnte ich auch nicht, bis ich es gerochen habe. Jetzt weiß ich, wie Mehl riecht angeblich. Und genau, der Pilz ist essbar. Soll ein sehr guter Speisepilz sein. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nie probiert. Man sieht auch hier, dass der sich schon leicht aufgewölbt hat. Wegen der Trockenheit und dass die Lamellen hier auch dunkler geworden sind. Und genau, Calocybe gambosa, der Maipilz ist das. Aber man sollte ihn gut kennen, um ihn zu sammeln. Denn es gibt einen Verwechslungspartner, den ziegelroten Risspilz. Er wächst genau in derselben Zeit, hat aber mehr rötliche Töne, vor allem im Alter. Und riecht auch komplett anders und hat auch eine andere Statur. Aber man kann ihn verwechseln und der ist stark giftig, kann sogar tödlich giftig wirken. Also man sollte sich auskennen. Aber allerdings ist es auch der einzige wirkliche Verwechslungspartner um die Zeit, weil einfach, wir haben jetzt heute den 27. April, um die Zeit nicht wirklich was wächst. Genau, ich lege ihn mal wieder hin. Vielleicht wächst er was nach, wer weiß. Und Sporenverbreitung schadet auch nie. Genau, hier sieht man sie, wie sie aus Büscheln wachsen. Hier sieht man noch einen ganz kleinen, denke ich auch mal wieder zu. Und wenn ich hier ein bisschen weiter gehe, sehe ich hier auch klitzekleine Überreste, wie hier. Oder hier auch mal ein bisschen größere. Oder auch hier. Hier ist auch mal ein etwas größerer, den könnte man eventuell sogar schon einsammeln. Aber ich will noch warten, bis sie wachsen, bis sie größer werden. Vielleicht regnet es ja bald. Ja, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Das ist zwar für uns Menschen einerseits schön, andererseits eben für die Natur schlecht. Wie es mal nun mal oft ist. Ja, man sieht hier ganz, ganz kleine verkrüppelte Exemplare. Außerdem versuche ich das mal jetzt noch zu finden. Habe ich noch genau zwei Fichtenzapfenrüblinge entdeckt. Die allerersten in meinem Leben tatsächlich. Also ich habe sie wirklich eigentlich durch Zufall eher entdeckt gerade. Ja, aber ich will sie jetzt auch nicht mitnehmen, weil es sind nur zwei Exemplare. Hier sieht man noch ein paar Maipilze. Der wäre auch so, naja, so lala zu mitnehmen. Die sind auch wieder zu klein. Und jetzt versuche ich mal den Fichtenzapfenrüblin zu finden. Ich habe ihn nämlich gefunden, fotografiert und dann wieder hingelegt. Aber das wird jetzt schwierig, ihn zu finden.
Ja, den sehe ich jetzt nicht. Dann versuche ich ihn mal jetzt hier so zu finden. Man sieht hier vielleicht auch, der Boden ist sehr, sehr trocken. Also ein bisschen Regen würde wirklich überhaupt nicht schaden. Aber wir Menschen können das natürlich kaum bis gar nicht beeinflussen. Das ist einerseits schade, andererseits auch gut, weil ich glaube, das wäre nicht gut und das wäre auch ein bisschen komisch, finde ich. So, aber jetzt versuche ich mal ihn zu finden. Er war ganz klein, auch schon von der Farbe her ausgeblichen, ganz weiß. Nee, der war nicht so weit. Ja, ich glaube, ich suche jetzt nochmal weiter und melde mich, wenn ich ihn gefunden habe. Bis gleich. So, jetzt habe ich ihn auch endlich gefunden. Man sieht hier, dieses Exemplar. Es wächst hier anscheinend auf einem vergrabenen Fichtenzapfen, weil ich sehe unter ihm hier jetzt keine Fichtenzapfen. Hier ist einer. Und ich glaube, wir nehmen ihn jetzt trotzdem mal raus. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Ja, da sieht man das. So, vielleicht kann ich hier noch was ein bisschen erklären. Der Fichtenzapfenrübling ist essbar. Und ist auch ein relativ guter Speisebiss. Ich habe ihn allerdings auch noch nie probiert. Und man sieht hier die goldgelbe Farbe und die weißen Lamellen vielleicht, wenn es scharf macht. Genau, ich glaube, das wird jetzt nichts. Ich versuche ein Foto einzufügen. Bis gleich. Ja, hallo, ich bin doch wieder da. Jetzt habe ich hier nämlich auf dem Rückweg etwas sehr Schönes entdeckt. Der eine oder andere von euch wird es schon kennen. Das ist der schuppige Stielporling. Jetzt versuche ich mal hier die Größe deutlich zu machen. Das ist mein ganz alter. Und hier mal meine Hand. Man sieht, wie groß die Exemplare sind. Natürlich schon viel zu alt. Ich reiße ein Stück mal raus. Man sieht hier, die Poren sind schon sehr weit geöffnet. Hier nochmal ein junger. Und hier sind ein paar ganz alte. Also die haben wahrscheinlich einen Durchmesser von über 50 cm. Da ist mal noch einer. Er gilt sogar als jung in jungem Zustand, so wie der ungefähr, als essbar. Aber ich würde ihn jetzt, also ich habe ihn noch nie probiert, würde ihn aber auch gerne probieren. Aber ich denke mal, es gibt bessere. Den hier drehe ich mal so um. Und da sieht man den schwarzen Stiel. Er heißt auch Schwarzfußporling. Eben deshalb. Und die sehr feinen Poren im jungen Zustand im Vergleich zum vorherigen alten. Der Geruch ist ein sehr interessanter, meiner Meinung nach ein sehr schöner, nach Mehl. Vielleicht so leicht fruchtig. Und er hat eben diese Schuppen am Stiel, die aber jetzt nicht wie beim Parasol wirklich sich wie Schuppen anfühlen, sondern die sind eben so wie nur aufgemalt. Ja. Aber jetzt. Jetzt geht's endgültig nach Hause. Mit diesem wunderschönen Foto. Das ist wirklich so groß, habe ich sie noch nie gesehen. Das ist wirklich unglaublich. Mehrere, wahrscheinlich über 50 cm. Hier mal auch meine Hand als Vergleich. So ist das Leben, so sind die Pilze. Mal jung, mal alt. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss! Ja, das war's auch schon für heute. Das war jetzt aber nur sehr spontan. Schnell mit dem Fahrrad hierher und mal zur Stelle gehen. Ich konnte das die letzten Tage leider nicht aufgrund der Schule, die ich hatte, beziehungsweise ich musste lernen. Und genau, ich denke mal, ich werde wieder Dienstag, Entschuldigung, da war es gerade nämlich nur eine Stechmücke auf meiner Hand. Die brauche ich nicht unbedingt, wie ihr vermutet. Und ich werde wahrscheinlich am Dienstag oder so wieder vorbeischauen. Da denke ich mal, werde ich wieder Zeit haben oder vielleicht auch später. Ich hoffe inständig, dass es regnet, weil so kann ich sie nicht gebrauchen. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und viel Spaß auf meinem Kanal. Es werden noch viele weitere Videos kommen, natürlich mehr zur Hauptpilzzeit, das ist ganz klar. Und ihr könnt mich gerne weiterempfehlen, überall.
Ich bin auch auf Instagram, heiße dort Pilzalarm auch, könnt ihr mich finden. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und tschüss.